Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer. Ich würde ja jetzt auch gerne die Zuschauer im ländlichen Raum grüßen, aber ich fürchte, dafür reicht deren Brandweite nicht ganz. Aber das ist ein anderes Thema. In einer großen Anfrage haben die SPD-Fraktion und die Grüne-Fraktion ihre eigene Landesregierung nach den Auswirkungen der Landwirtschaft auf die natürlichen Ressourcen in NRW gefragt. Bösartig könnte man an dieser Stelle natürlich fragen, warum die Herrschaften nicht direkt miteinander reden und einen gewissen Willen zur Show unterstellen. Da wir aber nicht bösartig sind, gibt uns diese große Anfrage hier die Gelegenheit, einmal ganz generell über das zu reden, was in unserer Landwirtschaft so alles schiefläuft. Zuallererst mal, was die moderne Landwirtschaft mit unserer Gesundheit anstellt. Unsere Krankenhäuser und Pflegeheime haben mit immer mehr multiresistenten Keimen zu kämpfen. Diese Keime entstehen zu großen Teilen in den Ställen unserer Großbauern. Untersuchungen haben ergeben, dass eine deutliche Verringerung der Besatzdichte direkten Einfluss auf die Menge der benötigten Antibiotika hat. Weniger Antibiotika heißt weniger Resistenzen und kommt damit uns allen zugute. Eine Landwirtschaft, in der es ohne Medikamente kaum möglich ist, Tiere überleben zu lassen, hat doch ein systematisches Problem. Die Lösung, um den neuen Keimen Herr zu werden, können in diesem Fall nicht Reserveantibiotika sein. Wir müssen schlicht und ergreifend am System etwas ändern, und das kann nur heißen, mehr Platz pro Tier. Als nächstes ist da die ständig steigende Stickstoffbelastung von Gewässern und Böden. Durch die räumlich konzentrierte Haltung von immer mehr Tieren wird in diesen Gebieten auch immer mehr Gülle produziert. Es wurde jetzt schon erwähnt. Diese starke stickstoffhaltige Gülle verschwindet ja nicht einfach. Nein, sie wird auf die Felder ausgebracht. Und da reichert sich der Stickstoff aus der Gülle immer weiter an. Wir haben jetzt schon eine signifikante Veränderung im Stickstoffklima unserer Böden. Nachhaltiger Umgang sieht anders aus. Massentierhaltung schadet also auch da. Durch die zunehmende Automatisierung in der Landwirtschaft sind immer größere Monokulturfelder notwendig geworden. In diesen Monokulturen wird jede Art von Biodiversität aktiv bekämpft, weil sie der Produktivität im Wege steht. Dadurch kommt es zu einer sehr einseitigen Belastung der Böden und zum Aussterben natürlich vorkommender Arten. Norwich Rüse hat es gerade schon erwähnt, es gibt den aktuellen Artenschutzreport. Und hier sagt Professorin Beate Jessel, also sie betont, dass eine wichtige Ursache für den Verlust der biologischen Vielfalt die intensive Landwirtschaft ist. Und durch die Monokulturen kommt es natürlich auch zu einer größeren Anfälligkeit durch Schädlinge. Um das zu bekämpfen, werden immer mehr Pestizide eingesetzt. Angepasstes Saatgut und perfekt darauf abgestimmte Pestizide und Herbizide, ich nenne hier mal Monsanto mit seinem Wundermais und dem dazu passenden Roundup, sorgen für eine stärkere Belastung des Grundwassers und der Böden. Landwirtschaft hat kaum noch etwas mit Bauern zu tun und Bauern kaum noch etwas mit Landwirtschaft. Bäuerliche Landwirtschaft wird durch die Agrarindustrie verdrängt. Und die Auswirkungen dieser Entwicklung sieht man nicht zuletzt auch immer wieder in unseren Krankenhäusern. Also schaffen Sie bitte den politischen Rahmen, in dem sich gesunde Landwirtschaft entwickeln kann. Damit haben Sie genug zu tun und brauchen keine großen Anfragen an die eigene Regierung zu entrichten. Ihrem Entschließungsantrag entnehme ich, dass Sie die Probleme erkannt haben und dass Sie etwas ändern wollen. Dementsprechend finden wir den auch gut und können dem auch zustimmen. Wenn ich mir allerdings die letzte Forderung ansehe, im Bereich der Tierhaltung durch Bundesratsinitiativen umwelt- und tierschutzgerechte Haltungsformen rechtlich zu verankern, dass sowas nicht schon vor 30 oder 40 Jahren gemacht worden ist, kann ich nicht nachvollziehen. Vielen Dank.